Sali und grüezi miteinander. Ja, es wird an der Zeit, meine Monats- oder nein, einfach meine letzten Neuzugänge mal zu testen mit euch, weil ich sie einfach auch in meiner alltäglichen Geschichte einflechten möchte. Und ich sehe jetzt anhand der Schachtel, dass mir ein Primer zuerst fehlt. Also den werde ich jetzt mal schauen und werde mir einfach einen rausnehmen. Ich habe hier den Matt Poreless Rival Loves Me Primer. Und um den geht es ja nicht, das heißt, ich gebe mir den einfach auf. Ja, genau. Wollte gerade sagen, der ist doch grün, oder? So. Gucken, ob... Ja, das reicht noch lange nicht. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja schon, die Sonne scheint. Was schön ist. Man bemerkt zwar, dass man mal die Fenster putzen könnte, aber what else? Man soll das tun, worauf man Lust hat. Der duftet so lecker. Hm. Gut. Ich würde sagen, der ist drauf. Aber um den geht's ja nicht, also spielt's keine Rolle. Was ich auch nicht habe, ist, sagt mir, Make-up, Foundation, so, genau. Genau, genau, genau. Jetzt schaue ich noch, ob ich noch einen sauberen, festen Pinsel habe. Jo. Seht's mir nach? Ja, ja, komm, das geht. Oder wärst du besser? Du wärst besser. Gut, ich habe einen. Gucken wir mal. Es juckt mich. So, ich brauche eine Foundation, denn das habe ich mir auch nicht neu gegönnt. Und auf was habe ich Lust? Ach komm, schauen wir gerade. Nein, die habe ich erst geguckt. Ja, doch, komm. Die von Catrice, die Nude Drop Tinted Serum Foundation. Schauen wir mal zu schütteln, ob die überhaupt noch was ist oder taugt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe sie schon echt lange nicht mehr genutzt. Gebe sie mir mal auf den Handrücken, wie immer. Und starte mal mit dieser Menge. Riecht etwas. Naja. Ich empfinde das als sinnlos. Es hat eine Pim. Ah, doch, jetzt ist es gegangen. Huhu. Ich wollte gerade sagen, es hat eine Pimpette, aber es geht nicht. Jojo. Echt schon lange nicht mehr genutzt, Leute. Wow. Weiß nicht, ob die bleiben wird, Leute. Echt nicht. Weil. Erstens. Produkt auf dem Handrücken. So, ich spreche ziemlich leise, sorry Leute. Gerade mit dieser Aufnahmetechnik, finde ich, setzt sich die krass in meine Poren ab. Und das finde ich natürlich jetzt nicht so schön. Naja, es geht ja nicht um diese Geschichte. Aber machen wir weiter. Ich stelle das mal rüber weg. Genau, was ich habe, ist jetzt ein... Da warte ich noch. Ich habe, glaube ich... Wartet, lasst mich schauen. Ein bisschen Highlighter, genau. Ich habe nämlich, glaube ich, zwei Blush. Genau. Ich habe von Coré einer und von Catrice habe ich ein Blush.
Und der Catrice Blush ist ja in dieser coolen Herzform. Das musste ich einfach auch kaufen, Leute. Da kam ich auch nicht rum. Und ich würde sagen, ich habe ihn in der Farbe Show Me Love. Und wir versuchen das wirklich jetzt mal mit dem Stempel auf einer Seite. So sieht der Stempel aus. Drückt ihn mal rein. Okay. Und gebe mir den eher hinten auf. Ich habe ein Herzchen. Und jetzt gucken wir mal, ob sich die Geschichte auch noch verblenden lässt. Okay. Lässt sich verblenden. Aber es ist sehr viel Farbabgabe. Aber er lässt sich gut verblenden. Okay. Ja. Können wir hier noch ein wenig mehr? Ja. Jetzt habe ich nicht recht überlegt. Eigentlich mache ich immer zuerst Bronzer. Aber was soll's? Kann ja auch mal umgekehrt sein. Er ist schon sehr präsent. Ich finde es einfach süß, die Aufmachung. Ich bin ganz ehrlich, auch wenn das jetzt zu krass ist, finde ich. Das Licht schluckt sehr viel. Hier im Spiegel sieht es anders aus. Aber es gefällt mir. Jetzt der von Coree, den Wild Rose. Also die Farbe Wild Rose. Oh, ist komplett was anderes. Hier fängt es die Farbe gar nicht auf. Ist sehr, sehr hell. Und oh, etwas glowy. Aber auch, wow. Sehr farbintensiv. Und der hat natürlich jetzt noch einen leichten, dezenten Glow mit dabei. Das ist fix gegangen, würde ich sagen. Ihr könntet eigentlich auch wieder etwas näher kommen. Oder wieder etwas näher. Aber, ja, ich denke, Fazit machen wir nachher. Jetzt, weil ich es vorher ja vergessen habe, suche ich mir noch kurz einen Konturpinsel. Ja, wisst ihr Leute, was das heißt für mich nachher? Pinsel waschen. Nehme hier mal einen ziemlich fluffigen, weil ich ja schon etwas vorbereitet habe. Ich habe mir noch den Mosaic Powder, Compact Powder gekauft. Sunkissed Beauty. Und ja, für mich ist Contour, Bronzer, ich nenne das immer gleich. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich wische hier einfach durch. Der hat ja ein Mosaikmuster. Ich habe hier schon ein wenig übertrieben, Leute. Ich bin etwas overblushed, wie man so schön sagt. Das ist gemein, in der Kamera kommt das echt nicht so rüber. Und ja, es ist definitiv... Also ein Bronzer. Ja. Hi, sorry Leute. Ja. Okay. Ich habe ja noch einen Kompaktpuder. Jetzt könnte ich... Wo habe ich denn den? Ah, hier. Könnte ich den... Sorry Leute. Rums die Wums. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Eine Quaste. Das etwas unter dem Auge auftragen. Ich habe hier eine Quaste. Ich habe den von Peace. Und der war, glaube ich, ich weiß nicht, in der Goodie Box oder sowas. Und möchte mir eigentlich unter dem Auge mal etwas setzen. Oder das Auge setzen, wie auch immer. Oh, doch extra jetzt nicht so viel Produkt genommen. Oder hatte den Eindruck? Sorry Leute, ich schaue gar nicht, wo die Kamera ist. Ja, ich habe hier einen Fussel zuerst mal.
Aber er setzt sich gerade krass ab. Seht ihr das? Crease, crease, crease. Ich denke, ich habe hier ein wenig zu viel Produkt von irgendwas erwischt. Ich vermute es zumindest. Jo. Er wäre aber sonst ziemlich schön, finde ich. Vielleicht habe ich echt zu viele Produkte erwischt, ich weiß es nicht. Wo habe ich schon nicht genug Produkte erwischt? I don't know. Ja, das nächste, was ich auch noch anbieten kann, ist der Highlighter von Catrice. Catrice, Catrice. Ich suche mir einen Fluffy Highlighter Pinsel. Genau, und der hat kein... Stole my heart. Eine goldige Geschichte, würde ich behaupten. Ich versuche es zuerst mit dem Pinsel. Ich bin sonst auch jemand, der das gerne auch mit dem Finger aufträgt, aber meistens nur dann, wenn ich Puder habe. Ja. Ich glaube, Glow ist genug vorhanden. Allgemein in der Base jetzt. Ich finde es immer so krass, wie es in der Kamera aussieht und wie es hier in meinem Spiegel mit dem Licht aussieht. Ich meine, hier ist super soft gerade unterwegs und hier bin ich bunt. Bunt, bunt, bunt. Jetzt ist die große Frage, Leute. Ich habe eigentlich zwei Eyeshadow-Paletten. Ich habe eine kleine von Tease, die nennt sich Trail. Und die ist etwas bräunlich unterwegs. Nee, das ist ein Mono sogar. Ein Mono! Ich dachte, oder? Bist du ein Mono? Nee. Ach, klicke ich es auf? So. Nee, ist kein Mono. Das wären diese zwei Farben. Ich habe aber eben noch die von Essence, die Love Luck Dragons. Das wäre so etwas. Ich möchte die von Essence eigentlich testen. Wäre jetzt mein Bedürfnis. Und deshalb machen wir das auch. Und ich starte mit einem fluffigeren Pinsel. Und, wo bist du hier? Und ich möchte mal mit dem gelblichen starten. Ich habe jetzt kein Primer oder so, aber einfach aus dem Grund, weil ich es nicht dringlich brauche. Ich werde heute nicht auswärts gehen. Also das heißt, es muss nicht halten bis, weiß ich nicht mehr wann, muss ich leider den schönen Drachen zerstören. Kommt gut, kommt gut, kommt gut. Ihr seht mich, oder? Ihr müsst mich sehen. Siehst, wie es ist. Also das Gelb sieht man schon mal. Ist gut, ist gut. Was nehme ich als nächstes? Ich glaube, ich nehme hier... Das ist nicht lila. Ich weiß nicht, was es ist. Ich überlege noch, es hat ja noch so ein wasseraktivierbares Gedönse, ob ich das möchte testen jetzt, wahrscheinlich eher nicht. Ich muss noch mal schauen. Also, die Farbabgabe finde ich jetzt gerade gut, ehrlich gesagt. Ja, gefällt mir, ehrlich gesagt. Es
hat ja noch ein krasses Pink. Ein krasses Pink hat auch noch. Sollen wir das mal anschauen? Komm, wir schauen uns das mal an. Und zwar hier. Ja, Leute, das ist pink. Very pink sogar. Das jetzt noch ein wenig verblenden oder versuche es zu verblenden. Okay, es ist schon noch pink hier aus. Und was nehme ich jetzt? Das Goldige kommt wirklich drinnen. Ja, ich presse mir das immer mit den Fingern auf. Krankenwagen, irgendwas ist draußen unterwegs. Ich hole euch nachher näher, würde ich sagen. Dann würde ich jetzt, ich muss mal schauen, wie siehst du? Oh, du bist der großporig, du auch. Jetzt habe ich drei Glitzertöne. Ich denke, ich werde den hier nehmen. Das ist eine spezielle Geschichte, es fühlt sich mega gut, also lose an, ist es aber nicht. Mal kurz meine Fingerchen abputzen, ich hole euch mal hinzu. Ich habe hier ein wenig gekleckert, aber das macht mir jetzt nichts. Aber schön, finde ich. Schön, schön. Juckt mich an der Nase. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich noch einen Pinsel, den habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht für Concealer, keine Ahnung. Ich wüsste nicht für was gerade, aber egal. Ich habe noch die von Catrice, die Fake It Volume Mascara neu. Die werden wir uns jetzt natürlich auch anschauen. Ist so ein Erdnussbürstchen. Wow. Ich merke, dass ich mir diese Bürstchen echt nicht mehr gewohnt bin. Und das gerade noch sehr viel Produkt mitkommt. Naja. Krass. Wenn man sich was gewöhnt ist. Ja, die Mascara ist neu. Ich sage immer, neue Mascaren finde ich immer schwierig. Die müssen zuerst zwei, dreimal getestet werden. Etwas Luft zum Produkt. Ich hatte Probleme mit der Anwendung, weil ich mir das einfach nicht mehr gewöhnt bin. Deshalb möchte ich es noch nicht komplett verwerfen. Ja. Dann das letzte Produkt, Leute, ist auch von der Love Luck Dragons von Essence Reihe. Dieser wunderschöne Lippenstift, Entschuldigung, mit dem wunderschönen Pressing. Da ist so ein Drache drauf. Fast zu schade, um zu brauchen, aber Leute, wir wollen es sehen.
hat einen leichten Duft, Leute. Einen leichten Candy-Duft. Okay, man müsste, oder es wäre besser, wenn man Lip Liner nutzt, das merke ich jetzt gerade. Aber an und für sich ist er schön. Also er ist pinkiger, als ihr das jetzt seht, Leute, echt. Wie lange er hält? Ich denke nicht lange. Bin ganz ehrlich, ich denke, der hält nicht so lange. Ja. Okay. Kurzes Fazit würde ich sagen von den Produkten, die ich jetzt wirklich getestet habe. Der Rest bleibt mal. Nein, es wird einfach alles verräumt. Also die gefällt mir sehr gut. Die muss und darf bleiben, ganz klar. Den Trill von Tease habe ich jetzt nicht genutzt, der kommt mal rüber. Der Lippenstift, ja, der muss einfach schon wegen dem Design bleiben. Er fühlt sich gut auf den Lippen an, also da kann ich nicht sagen, wie häufig ich ihn nutzen werde, I don't know. Das Peace Powder Mineral Illuminating Powder muss ich nochmal testen, dem möchte ich noch eine Chance geben. Der Mosaic Powder muss ich auch nochmal testen, denn der Blush ist einfach zu stark, dass ich ihn wahrnehmen kann. Beide Blush gefallen mir schon, ich muss nur noch mit der Dosierung üben. Also die dürfen auch bleiben. Und der Highlighter darf ganz sicher auch bleiben, weil der gefällt mir. Macht einen schönen Glow. Und die Mascara muss ich definitiv einfach auch noch zwei, dreimal testen. Ob sie bleiben wird, ich weiß es nicht. Leute, auf alle Fälle, das waren meine neuen Produkte, die ich so in letzter Zeit gesammelt habe, die ich nun endlich getestet habe. Und natürlich jetzt endlich auch auf Herz und Nieren testen kann im Alltagsprinzip. Nee, ihr wisst, was ich meine. Und ja. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und alles Liebe und sage ganz einfach Tschüss.